und herzlich willkommen bei den Zwergperpen. Ich bin Laura und ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr die Kopfstütze von eurem Kindersitz richtig einstellt. Und zwar geht es jetzt hier mal darum, wie das bei Babys und bei Kleinkindern ist. Wichtig ist natürlich, die Kopfstütze auf die richtige Höhe einzustellen, damit das Kind korrekt gesichert ist, damit es nicht aus dem Gurt rausrutschen kann und damit es sich auch nicht selber befreien kann. Es geht hier nicht um 1 oder 2 mm, sondern darum, dass ihr grundsätzlich die passende Einstellung wählt. Wir sehen jetzt hier das Kind im Sitz sitzen und jetzt ist der Gurt hier ziemlich weit oben, schon an den Ohren. Grundsätzlich ist die Aussage immer, der Gurt sollte auf Schulterniveau sein. Das heißt, meistens kann ich das mit der Kopfstütze zusammen verstellen, so wie hier jetzt, und kann das einfach runterrutschen. Natürlich gucke ich, wenn ich das einstelle, dass das Kind anständig im Sitz drin sitzt, ja, mit dem Po hinten dran. Und dann schaue ich mal. Ich finde es immer wichtig zu beachten, wenn ihr das jetzt beim wachen Kind macht, das ihr gerade reingesetzt habt, dann ist das natürlich gestreckt und aufrecht und meistens auch noch ein bisschen unruhig. Wenn das vielleicht gleich einschläft oder sich dort in Ruhe zusammenkuschelt, dann wird das tendenziell noch ein ganzes Stückchen kleiner werden. Deswegen ist meine Empfehlung immer, lieber einen Ticken zu tief einstellen, denn wenn das Kind dann gleich sich gemütlich macht, dann hat es die Gurte nicht an den Ohren, sondern ungefähr auf der richtigen Höhe. So, jetzt kann ich hier einfach wirklich nach hinten mal mit der Hand reingreifen, dass ich spüre, wo der Gurt rauskommt und sehe, die Hand liegt auf der Schulter. Das passt dann von der Größe her. Ich kann dann auch mal gucken, wie weit ist denn die nächst tiefere Einstellung. Ne? Ich würde das jetzt bei einem Kind wahrscheinlich schon so machen, dass es wirklich tendenziell ein kleines Stückchen zu tief ist, damit es dann gleich, wenn es sich im Sitz zurechtruckelt, schön da drin sitzt. Worauf ihr beim Anschnallen des Kindes selber achten müsst, dazu gibt es noch ein getrenntes Video, das wir euch unten verlinken. Ihr seht, jetzt ist der Gurt hier schön eingestellt. Der Kopf ist dann automatisch richtig in der Kopfstütze drin. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns. Ihr findet alle Kontaktdaten auf www.zwergperpen.de und zwar zu uns online und auch zu den Ladengeschäften. Bis dann, tschüss!